Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast ist Jürgen Elsässer, Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Kompakt. Guten Tag, Herr Elsässer. Guten Tag, Herr Jepsen. Herr Elsässer, Sie sehen müde aus, dafür gibt es einen Grund. Als Chefredakteur von Kompakt haben Sie viel um die Ohren, aber in den letzten Tagen ganz besonders. Sie bringen nämlich ein Spezial auf den Markt. Dieses Spezial kümmert sich ausschließlich um die NSU-Affäre, diese Terrorzelle. Und ja, Sie können gleich den Arbeitstitel nennen, ist ja relativ dick, dieses Heft. Ja, der Arbeitstitel ist Operation Nationalsozialistischer Untergrund, Neonazis, V-Männer und Agenten. Und wir haben in den vergangenen monatlichen Ausgaben von Kompakt immer schon eine Serie mit gleichem Titel abgedruckt. Aber jetzt haben wir eben das Spezialheft, was noch sehr viel mehr Informationen enthält. Und ich rate eigentlich den Lesern, dass sie sich das Heft so schnell wie möglich besorgen, weil wir wissen nicht, ob es letzten Endes doch beschlagnahmt wird, bevor es ausgeliefert wird, weil da sind eine ganze Menge Informationen drin, die Leuten nicht gefallen werden. Mhm. Man muss dazu sagen, wenn so ein Heft in den Druck geht, dann ist es bei der NSU im Grunde fast schon veraltet, weil da passiert jeden Tag so viel, ja, dass man sich die Frage stellt, wie lange wird es, ist das der erste Teil einer Sonderserie? Ich glaube, das sehen Sie auch inzwischen so, ne? Ja, es passiert viel, aber es wird auch durch ständige Skandalisierung so eine Abstumpfung erreicht. Und der Leser weiß gar nicht mehr, der Medienkonsument weiß gar nicht mehr, was sind jetzt eigentlich die wichtigen Punkte und was ist eigentlich Panne. Mhm. Es wird immer nur über Pannen berichtet, aber wir versuchen in Kompakt Spezial eben die Strategie dahinter zu dechiffrieren und Infos zu liefern, die verhindern, dass die Leser im Infomüll untergehen. Mhm. Sie haben ja auch vier Thesen, über die wir sprechen wollen, wo Sie sagen, das, was man uns präsentiert, da sind drei Einzeltäter, die völlig durchgedreht sind, jahrelang untergetaucht und eben mit rationalen Mitteln nicht zu fassen, weil sie einfach schwerst kriminell, aber eben auch wahnsinnig sind im weitesten Sinne, also verwirrte Menschen, die das Reich wiederhaben wollen, deswegen alles tun und auf Menschen schießen mit Migrationshintergrund. Sie haben vier Thesen, über die wir diskutieren wollen, aber können Sie uns vielleicht nochmal den aktuellen, offiziellen Stand der Dinge der NSU-Affäre schildern, weil wenn man sich ein bisschen einliest, so als Otto Normalbürger, dann hört man relativ schnell auf, weil es gibt so viel Material, da steigen sie irgendwann nicht mehr durch. Wir haben es mit drei Tätern zu tun, die eine ist noch am Leben, nämlich Frau Zschäpe Beate. Naja, zum ersten Mal ist ganz klar, es ist die größte Mordserie in der Bundesrepublik Deutschland seit Gründung. Die RAF insgesamt hat mehr Leute umgebracht, aber das waren ja auch drei Generationen von Terroristen. Hier haben wir angeblich drei Einzelpersonen, die 10 Leute umgebracht haben sollen. Mhm. Und eigentlich ist die Sache nicht ausrecherchiert, obwohl es jetzt im April 2013 gegen die einzige Überlebende, Beate Zschäpe, einen Mordprozess geben wird. Mhm. Aber nichts ist klar. Mhm. Diese Beate Zschäpe hat mit den Morden, bei allem, was man sagen kann gegen sie, weniger zu tun als der Verfassungsschutzmann Andreas Temme. Mhm. Eigentlich müsste sie freigelassen werden und er müsste im Knast sein. Aber den Namen Andreas Temme, den kennen nur Spezialisten. Mhm. Alle reden über Beate Zschäpe. Mhm. Da sind wir schon bei der ersten Einseitigkeit, die eigentlich so nicht geht. Mhm. Sie machen ja gleich so ein Fass auf. Das kann man ja sagen, wenn man sich das Heft anschaut. Ich habe ja schon den Vorabdruck durchgelesen. Das ist ein bisschen wie ein Krimi, muss man sagen. Eine Krimiserie. Also da tauchen neue Namen auf, wo auch ich, der sich lange damit beschäftigt hat, sich die Frage stellt, warum kennt ihr diese Namen nicht? Aber was kommt Ihnen in der ganzen Geschichte sehr bekannt vor? Also mal Vergleich mit NATO-Geheimarmeen, da werden wir auch noch drüber reden. Es gibt viele Parallelen, wie Geheimdienste, wie V-Leute arbeiten, um Dinge zu inszenieren, immer mit einem konkreten Ziel. Lassen Sie uns über die beiden anderen Menschen sprechen, über die ja auch gesprochen wird, die sich aber selber umgebracht haben. Also die klassische Terrorzelle bestand eben aus Beate Zschäpe, die hat überlebt, die steht dann irgendwann mal vor Gericht. Da gab es aber noch zwei Uwes. Die Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sollen sich umgebracht haben am 4. November 2011. Das war der Beginn der Affäre. Vorher kannte man den Begriff nationalsozialistischer Untergrund gar nicht. Seither ist er in aller Munde. Ja. Vorher sprach man von den Dönermorden. Das ist das Unwort des Jahres geworden. Seither spricht man vom nationalsozialistischen Untergrund. Im Grunde sind beide Begriffe grob verharmlosend, weil beide Begriffe ausblenden die staatliche, die geheimdienstliche Dimension. Im einen Fall denkt man nur an Mafiosi, Dönermorde. Im anderen Fall denkt man nur an drei bekloppte Nazis. Mhm. Aber die staatliche, die geheimdienstliche Dimension wird in beiden Begriffen ausgeblendet. Und das ist der Skandal. Von dem Selbstmord der beiden Uwes müssen wir gar nicht groß reden. Das ist so wahrscheinlich wie der Selbstmord von Uwe Barschel ungefähr. Ja? Mhm. Also was da alles uns erzählt wird, ist es unglaublich im Grunde. Und wir haben an diesem Tag, am 4. November 2011, schon
eine wichtige sozusagen Smoking Gun und das ist der dritte Mann. Die beiden sollen sich umgebracht haben in einem Wohnwagen in Eisenach. Und da heißt es in der Pressemeldung, wenig später brannte das Fahrzeug aus. Oder brannte das Fahrzeug? Da habe ich mir die Frage gestellt, die beiden bringen sich um und wenig später brannte das Fahrzeug. Wie ging das? Angeblich heißt es, sie hätten das vorher in Brand gesteckt oder gleichzeitig, während sie sich gemeuchelt haben, hätten sie es in Brand gesteckt. Das ist auch so eine abstruse Sache, weil Beweismittelvernichtung, wenn ich Beweismittel vernichten will, dann muss ich es ja so anstellen, dass die Beweismittel brennen. Bei denen hat aber die Polster im Wohnwagen gebrannt und das Geld aus einem Banküberfall hat nicht gebrannt. Mhm. Und die Waffen, die sie drin hatten, acht Schusswaffen hatten sie drin und eine Handgranate, die haben natürlich auch nicht gebrannt. Wie sollen sie auch? Die können nicht brennen. Mhm. Aber ja? Es wäre ja einfacher gewesen, sich beim Erschießen den Splint der Granate zu ziehen und dann wäre man sicher Absolut. Gegangen. Absolut, aber noch viel einfacher wäre gewesen. Und das ist ja die dubiose Sache von Anfang an. Es wird gesagt, diese beiden Uwes, kaltblütige Mörder, seit 10 Jahren im Untergrund, unerkannt, absolute Profis, haben 8 Schusswaffen im Wohnmobil und haben es mit 2 Polizisten zu tun, die bei den ersten Knallgeräuschen in Deckung gehen. Warum schießen die sich nicht den Weg frei? Die sind zu blöd oder zu ängstlich, um sich den Weg frei zu schießen. Die sind zu blöd, um sich selber umzubringen und den Wohnwagen ordentlich in Brand zu stecken. Das passt schon mal gar nicht zusammen. Und dann kommt der dritte Mann hinzu, der wurde gesehen eben von Anwohnern. Ein dritter Mann verlässt das Wohnmobil. Der dritte Mann, das konnte man in den ersten Presseberichten lesen, wird mit Hubschraubern gesucht. Warum spricht niemand mehr über den dritten Mann? Da würden sich viele Ungereimtheiten erklären. Mhm. Zum Beispiel die Ungereimtheiten bei den Schusskanälen. Es wurde gesagt, der eine Uwe hat den anderen umgebracht mit einer Pumpgun. Länge ungefähr 1 Meter. Schuss in die Schläfe. Also muss die Waffe ungefähr horizontal angesetzt werden, damit der Schuss in die Schläfe gehen kann. Aber die Schüsse im Wohnwagendach sind senkrecht, als ob von unten nach oben geschossen worden ist. Das passt schon mal nicht zusammen. Aber wenn Sie von Pumpgun sprechen, bei dem Pumpgun bleibt ja nicht mehr viel übrig. Natürlich, aber deswegen gibt es ja Forensik, um das zu ermitteln. Ja? Ja. Es gibt dann auch andere Aussagen. Die ersten Rettungskräfte haben gesagt, der Oberkörper war zerfetzt, nicht der Kopf. Passt auch nicht zusammen. Ja? Dann haben wir die Frage der Patronenhülsen. Also ganz wichtig, diese Kompakt-Spezial geht kriminalistisch an die Sache ran. Wir müssen uns freimachen, als Journalisten, als kritische Öffentlichkeit, ideologisch an die Dinge ranzugehen. Es war immer mein Prinzip. Bei der RAF, bei den islamistischen Al-Qaida-Terroristen und jetzt auch bei den Rechtsterroristen. Wir gehen nicht ideologisch ran, wir gehen kriminalistisch ran. Dass es böse Buben sind, Verbrecher sind, Politverbrecher, ist eine Sache. Aber nicht jeder böse Bube und nicht jeder, der ein Verbrechen begehen will, der Morde begehen will, hat auch den Mord begangen. Böse Absichten und Fähigkeiten sind zweierlei. Und so bin ich rangegangen etwa beim 11. September, wo alle gesagt haben, Osama Bin Laden war's. Ich war von Anfang an Gegner von Osama Bin Laden, noch bevor der Name in Deutschland in der Medienlandschaft bekannt war, weil ich kannte den Burschen aus dem bosnischen Bürgerkrieg, wo er entsprechende Einheiten in Bosnien-Herzegowina kommandiert hat und schreckliche Gräuel begangen hat, über die damals nicht geschrieben werden durfte, weil er war unser Mann auf Seiten der Sezessionisten in Bosnien-Herzegowina gegen Milosevic und gegen Karadzic, das waren damals die Bösen. Deswegen durfte man damals nicht über Osama Bin Laden schreiben. Da grätsche ich mal eben rein, Herr Elsass. Man kann ja auch sagen, Sie sind chronisch misstrauisch. Das heißt, wo immer ein Bericht auftaucht, misstrauen Sie dem und versuchen den eben so lange zu beweisen, bis das Misstrauen bewiesen ist. Kann man genauso sagen. Das ist die Aufgabe des Journalisten. Wir müssen das Misstrauen aufrechterhalten. Wir sollen ja eigentlich die vierte Gewalt im Staate sein, die den anderen drei Gewalten auf die Finger schaut. Glauben Sie noch daran? An Gewaltenteilung kann man nicht mehr glauben. Also gerade jetzt in der NSU-Affäre, über die es ja in dieser Ausgabe von Kompakt geht. Wo ist die Kontrolle? Wo ist die Kontrolle? Das Parlament schaut nicht genau hin. Untersuchungsausschüsse werden eingesetzt, aber sie arbeiten schlecht. Der dritte Mann zum Beispiel aus Eisenach wurde nicht vorgeladen, wurde nicht gesucht. Oder wir haben nach dem Tod der beiden Uwes, wir haben die Überlebende Beate Zschäpe, die ist schon inhaftiert. Da werden noch Briefumschläge eingeworfen mit Bekennervideos. Wo ist die Fahndung nach diesen Leuten? Wo sind die Plakate nach diesen Leuten? Mhm. Also es wird vertuscht und die drei Gewalten verstehen sich im Grunde genommen sehr gut. Die Presse
die Mainstream-Presse druckt, was ihnen die Geheimdienste flüstern. Und da hat man natürlich als unabhängiger Journalist oder als unabhängige Zeitung wie Kompakt die Aufgabe, misstrauisch zu sein. Das ist die erste Aufgabe. Herr Elsässer, Sie haben gesagt, die Zeitung, die Mainstream-Medien drucken das, was die Geheimdienste ihnen flüstern. Jetzt könnte man sagen, das ist Verschwörungstheorie. Jetzt sage ich, auf der anderen Seite stand ja auch neulich in der US-Presse, die Washington Post hat zum Beispiel zugegeben, bezüglich der Drohnenbasis in Saudi-Arabien, dass das Pentagon, das Weiße Haus, die großen amerikanischen Medienhäuser, also Plural, vor 2 Jahren schon ins Weiße Haus gebeten hätte und gesagt, das Absprache, dass man die nächsten 2 Jahre über diese Drohnenbasis nicht spricht. Da muss man sich die Frage stellen, über was man im Moment nicht spricht. Von daher ist das gar nicht so weit hergeholt. Also da wird ja zusammengearbeitet, wir sind ja Teil eines Bündnisses, von daher muss man sagen, wenn das dort funktioniert, warum sollte es hier nicht funktionieren? Das sind ja keine Gegner. Genau, nee, aber ich wollte nochmal auf den Fall zurück, Osama Bin Laden. Also ich war Gegner von Osama Bin Laden, weil ich die Ideologie, die er vertritt, total ablehne. Seit den 90er Jahren. Trotzdem habe ich nach dem 11. September gesagt, Moment, dass der es gewesen sein soll, ist nicht bewiesen, jetzt schauen wir mal genauer hin, und tatsächlich kam raus, er kann es nicht gewesen sein. Ja, das waren Popanz, diese Al-Qaida. Und genauso jetzt bei der NSU sage ich auch, die Ideologie, die dahinter steht, Neonazismus, lehne ich ab. Aber trotzdem will ich genau wissen, waren sie es auch? Und das ist eine kriminalistische Aufgabe. Weil wenn sie es nicht waren, wer war es dann? Der läuft draußen noch frei rum. Ganz genau, da sind wir wieder bei diesem Andreas Temme. Mhm. Verfassungsschutzagent Andreas Temme. Dieser Fall, wo er drin verwickelt ist. Das ist die Smoking Gun in der ganzen NSU-Geschichte. Herr Elsässer, ich möchte zurück zum 4. November 2011. Da haben sich die beiden Uwes in diesem Wohnmobil angeblich selber erschossen. Nacheinander oder gegenseitig, da gibt es unterschiedliche Informationen dazu. Aber am selben Tag ist ja auch noch Beate Zschäpe Wohnung in die Luft geflogen. Da ist nicht alles vernichtet worden. Sie hat sich 4 Tage später gestellt und seither sitzt sie in Untersuchungshaft. Erste Frage, wie lange kann sie denn noch in Untersuchungshaft sitzen, bis da ein Prozess gemacht werden muss? Na, der Prozess ist ja jetzt angekündigt für April. Man weiß aber aus diesen gesamten Antiterrorverfahren, auch früher bei der RAF, da wird ja das Recht gebeugt, da werden Fristen in extenso ausgeweitet, da... Das kann auch noch länger gehen, ja. Mhm. Wer fragt nach ihr? Wenn es zu einem solchen Prozess kommt, da wird es ja ein riesiges Medieninteresse geben. Glauben Sie, dass Sie da reinkommen? Muss man sich jetzt schon anmelden? Wie ist das? Naja, der Prozess wird in München stattfinden. Wir wollen versuchen, uns zu akkreditieren, ja. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Das Problem ist ja eher, das haben wir bei dem Buback-Verfahren gesehen in Stammheim 2011, 2012. Ein hochinteressanter Prozess, auch Verwicklung von Geheimdiensten in RAF-Morde damals, also in linke Morde. Für den Prozess hat sich ab einem bestimmten Zeitpunkt kein Medium mehr interessiert. Und der Sohn des Ermordeten, Michael Buback, war verzweifelt, weil er keine Öffentlichkeit mehr gefunden hat für seine Recherchen. Mhm. Und ich fürchte, so könnte es in dem Fall auch gehen. Und dann kleine Medien wie wir sind eher personell überfordert, das dann zu covern die ganze Zeit. Mhm. Ich möchte nochmal auf diese Wohnung von Zschäpe kommen. Die Wohnung wurde ja wurde angezündet und ist teilweise in die Luft geflogen, aber es ist sehr viel Beweismaterial übrig geblieben, die dann auch nahelegen, dass hier nicht nur lose, sondern intensive Kontakte zu Geheimdiensten und zu Bundesbehörden bestanden haben müssen. Also Stichwort illegale, legale Papiere, die dort gefunden wurden. Können Sie vielleicht mal dem Laien erklären, was sind das illegale, legale Papiere? Illegale, legale Papiere sind ausgestellt von Staatsbehörden, um Informanten zu schützen. Mhm. Das ist also wie wenn ich einen gefälschten Pass aus der Bundesdruckerei habe. Ganz genau. Diese Definition kommt nicht von mir, sondern von Hans-Peter Uhl, dem Mitglied der CDU-CSU im Bundestagsuntersuchungsausschuss NSU. Mhm. Diese Papiere wurden gefunden im Spukhaus von Zwickau, wie ich im Heft geschrieben habe. Ja. Seltsam. Zumindest seltsam. Mhm. Erklärungsbedürftig. Seltsamerweise ist derselbe Hans-Peter Uhl, der diese Sachverhalt so clever erkannt hat, so scharfsichtig, taucht 3, 4, 5 Tage, nachdem er diesen Satz gesagt hat, auf der Todesliste der NSU auf. Die NSU hat angeblich 88 Leute liquidieren wollen, da gab es eine Liste dazu. Mhm. Und da tauchen aber Geheimdienstkritiker auf, wie dieser Hans-Peter Uhl von der CDU-CSU, wie Jerzy Montag von den Grünen, aber auch ein Stadtrat der Republikaner im Schwäbischen irgendwo, wo man sich ja fragt, wieso sollten jetzt Rechtsradikale eigentlich einen anderen Rechtsradikalen auf ihrer Todesliste haben, aber der passt auch zu Montag und Hans-Peter Uhl, weil das war auch ein Geheimdienstkritiker, der gesagt hat, wir haben zu viele Geheimdienstleute bei uns im Laden. Mhm.
seltsam. Also wenn das haben ja auch andere Menschen gesagt, die sich professionell ständig damit auseinandersetzen, wenn ein solches Trio über 10 Jahre im Untergrund agieren kann, sind ja irgendwann in den Untergrund gegangen und dann noch über solche Papiere verfügt, dann sind das letztendlich ja Außendienstmitarbeiter des Verfassungsschutzes oder das kann ja gar nicht anders sein, weil wie will man 10 Jahre lang im Untergrund überleben? Wenn man sich abkapselt, offiziell. Wenn man sich, aber die haben sich nicht großartig abgekapselt. Die sind in Zwickau in die Kneipe gegangen. Die hatten ja ein griechisches Lokal im Haus, da waren sie. Die sind auf Urlaubsreisen gegangen. Also die waren ja nicht, die RAF-Leute damals, die haben sich in anonymen Hochhauswohnungen mit Autobahnzugang, haben die sich eingemietet, ja, wo keiner den anderen kannte. Die waren integriert in der Nachbarschaft. Und zwar in der Zeit, als die Fahndung noch lief. Und das Besondere ist ja, es muss eine Deckung gegeben haben. Das ist ja so sonnenklar, weil am 4. November Beate Zschäpe flieht aus ihrer Wohnung, steckt die Wohnung angeblich an, flieht dann und wird dann am selben Tag, es geht los, also 15.30 Uhr, 16 Uhr, wird die über 20 Mal angerufen mit Nummern aus dem sächsischen Innenministerium. Also muss ja jemand dort gewusst haben, wo er Zschäpe findet. Und damit sind wir eben bei dem Punkt, war zum Beispiel Beate Zschäpe innerhalb des Trios von Anfang an eine V-Frau, die mal kooperiert hat mit den Staatsbehörden, mal nicht kooperiert hat. Mhm. Können Sie den Begriff V-Mann oder V-Frau, können Sie das mal klären? Ich glaube, viele wissen gar nicht, was das ist. V-Mann oder V-Frau, das V steht für Vertrauen, also eine Vertrauensperson, die von den vom Geheimdienst oder vom Inlandsgeheimdienst, der sich auch Verfassungsschutz nennt, eigentlich eine falsche Bezeichnung, aber lassen wir es dabei, beauftragt wird gegen Geld in bestimmten Milieus, sei es kriminelle Milieus, sei es Linksterrorismus, sei es Rechtsterrorismus, zu schnüffeln und die Informationen zurück an den Geheimdienst, an die Behörden zu geben. Oft sind das Leute, die dort sowieso herumhängen. Natürlich. Das, die sind also so ein bisschen rechtsradikal zum Beispiel. Das läuft in Symbiose, ja. Mhm. Okay, und dafür kriegen die Geld? Dafür kriegen die Geld. Mhm. Ja. Ich habe da eine stolze Summe gelesen. Ich glaube, der Staat gibt jedes Jahr 20 Millionen für V-Leute aus. Ich weiß nur, Thüringen war die Summe in den 90er Jahren 4 Millionen D-Mark für V-Leute. Wie viel da an NSU oder Vorläufer, Thüringer Heimatschutz geflossen sind, weiß man nicht. Ja, das kann man nicht genau sagen. Aber interessant sind ja die einzelnen Summen, die jetzt bekannt werden. Wir haben zum Beispiel den V-Mann Corelli. Der war zuständig für den Ku Klux Klan in Baden-Württemberg. Der Ku Klux Klan in Baden-Württemberg besteht vor allem aus Polizeileuten. Die haben dann, wie es der Ku Klux Klan eben so macht, Kreuze angezündet und irgendwelchen Hexensabbat gefeiert. Ja, und das einer, ist alles schon ein bisschen eine Oper, ne? Muss man sagen. Aber es wird eben spannend an dem Punkt, wo einer dieser Ku Klux Klan-Leute, einer dieser Polizisten, ist der Zugführer von Michelle Kiesewetter, der Polizistin, die 2007 in Heilbronn ermordet wird, angeblich auch von der NSU. Kopfschuss. Kopfschuss und der Begleiter, auch ein Polizist, wurde schwer verletzt. Mhm. Ja. Der Beamte, von dem Sie jetzt sprechen, der Ku-Klux-Klan-Mitglied ist, der ist ja immer noch Beamter dort. Das stört ja keinen. Das Besondere ist ja, das Verrückte ist ja, das schreiben wir auch in Kompakt-Spezial, dieser Beamte ist nicht entlassen worden. Er hat Karriere gemacht und er war jetzt im Dezember 2012, war er eingesetzt beim Staatsbesuch von Benjamin Netanyahu im Sicherheitsbereich für den israelischen Premier. Wo man sich fragen muss, ist der Mossad so blöde, dass die einen Ku Klux Klan-Mann in den Nahbereich von Netanyahu lassen? Oder ist der Mossad gar nicht so blöde und die wussten, das ist zwar ein Rechtsradikaler, aber einer von der Sorte, die uns nicht gefährlich werden kann? Mhm. Also Sie machen ja hier eine Frage nach der anderen auf. Wir wollen mal noch zu etwas kommen, was mich persönlich auch dann erstmal nach dem Entsetzen ins Lachen wirklich gebracht hat. Weil wenn man sich das alles durchliest, das könnte auch von Monty Python so sein, als übersteigerte Parodie und alle sagen, da übertreibst du ein bisschen. Es gab ja, als damals der Kollege Böhnisch floh, diese Razzia mit den Garagen, gab es ja schon die erste Panne. Können Sie erklären, da gab es eine Razzia in den Garagen, da wurde einiges gefunden und der Kollege Böhnisch war am Set und verschwand plötzlich. Das war den Samstag. Die haben die Garage durchsucht, wo dann auch 98 im Januar 98, wo dann auch Bombenbestandteile
nicht zündfähig, aber Explosivmaterial war da, gefunden worden sind. Und dann sagt der Polizist zu Bönhardt, der Haftbefehl ist schon unterwegs. Bönhardt dreht sich rum, steigt in sein Auto aus, ein und fährt davon. Der Clou ist, keiner geht ihm nach, die lassen ihn fahren. Und der Clou ist auch, der Haftbefehl war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht unterwegs. Das heißt, im Grunde hat der Polizist ihm einen Tipp gegeben, hat gesagt, ab mit dir in den Untergrund. Herr Elsässer, was ich so interessant finde, als ich das gelesen habe, also man kann jetzt sagen, der Polizist hat ihn... hat ihm einen Tipp gegeben, vielleicht war der Polizist auch ein bisschen blöd und konnte ihn nicht leiden und hat gesagt, dich kriegen wir, kann man auch sagen, aber was ich erstaunlich finde, nachdem so ein Mann bei so einer Razzia, wo eben auch Sprengstoff gefunden wird, ja, und wo der Kollege auch natürlich längst aktenkundig ist, nachdem das so ausgesprochen wurde und der ins Auto steigt und wegfährt, das war ein Samstag, müsste man eigentlich unmittelbar eine Fahndung auslösen, die wurde aber erst am Montag ausgelöst. Tut mir leid, also da muss ich lachen. Also man hat es hier mit jemandem zu tun, den man da wirklich als Schwerverbrecher einordnen kann. Der verabschiedet sich quasi am Samstag oder am Montag, sagt man, ich glaube, der kommt nicht zurück, wir müssen eine Fahndung auslösen. Man wollte, dass sie in den Untergrund gehen. Man wollte sie in den Untergrund gehen lassen, man wollte sie nicht dabei stören. Und man hat ja auch später hocheffektive Fahndungskommandos, die davor und danach Straftäter auch im Ausland rekordverdächtig häufig aufgespürt haben, die hat man von den dreien abgezogen. Die wurden ja in ihrem neuen Wohnort in Chemnitz observiert, hat man die Fahnder abgezogen. Das Telefon der Eltern wurde überwacht, es gab Telefonkontakte, nichts daraus gefolgt. Das heißt, man wollte diese Leute im Untergrund haben. Es ist keine Panne, es ist Absicht, man wollte sie im Untergrund haben. Das sagen Sie das oder können Sie das auch beweisen, wenn Sie das sagen? Nee, da gibt es in der Kompakt Spezial natürlich Auszüge von den Untersuchungsberichten der thüringischen Landesregierung, wo das im Einzelnen nachgewiesen wird, wo auch drin steht, Aussagen von Fahndern, wir kriegen Informationen, diese Leute oder einer von diesen drei Leuten arbeitet für unsere Seite. Da gibt es 4 Hinweise drin in dem Untersuchungsbericht des thüringischen Landtages vom Mai 2012. 4 Hinweise, nur am Schluss wird gesagt, das kann nicht sein, weil wir, die Untersuchungskommission unter Leitung des früheren Bundesrichters Schäfer, konnten in den Archiven, in den Tresoren des Verfassungsschutzes Thüringen alle Klarnamen von Informanten, von V-Leuten einsehen und da waren die nicht dabei. Nur 3 Wochen nach Drucklegung des Schäferberichtes, also des Untersuchungsberichtes der thüringischen Landesregierung, fliegt ja auf, dass es nicht nur V-Leute gab, der Thüringer, sondern auch vom MAD und vom Bundesverfassungsschutz. Das heißt, Sie haben sich eigentlich dort alle die Klinke in die Hand gegeben? Haben sich die Klinke in die Hand gegeben und über die V-Leute sind gar keine Archivnamen in jedem Fall geführt worden. Das heißt, hier gab es eine Parallelstruktur, die bis heute nicht einsehbar ist. Problem ist natürlich auch, weil als es dann losging mit der Großfahndung und dem einen oder anderen klar wurde in den Behörden, dass da vielleicht mehr ans Tageslicht kommen würde, als recht sein könnte, zumindest hätte man Fragen stellen können, hat man ja auch viele Akte gefunden und dann wohl etwas falsch verstanden, dass wenn man sie gefunden hat, nicht, dass man sie direkt übergeben soll, sondern dass man sie direkt schreddern soll. Es wurden ja offiziell über 310 Akten geschreddert. Wer hat denn die eigentlich geschreddert und gab es da Konsequenzen? Es gibt 2 Schredderaktionen. Nee, es gibt mehr. Es gibt viel mehr. Es gibt aber 2 bekannt gewordene. Es gab die im Sommer 2012, die dann auch zum Rücktritt des Bundesverfassungsschutzchefs führte und dann purzelten ja noch andere Chefs in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, die mussten ja alle zurücktreten. 4 Verfassungsschutzpräsidenten mussten zurücktreten wegen dieser ersten Schredder-Affäre. Ja. Die geht ja darauf zurück, dass kaum waren die 2 Uwes tot, kaum sprach man zum ersten Mal vom nationalsozialistischen Untergrund, kaum war Beate Zschäpe in Haft, wir sprechen vom 4., 5., 6., 7. November 2011, hat man in Köln in der Zentrale vom Verfassungsschutz beschlossen, wir brauchen alle Akten. Da hat man 88 Leute, glaube ich, angesetzt, alle Akten zu suchen. Von allen Diensten, die da irgendwie beteiligt waren? Oder nur in der Zentrale, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich glaube, es ging nur um Köln. Und dann hat man die Akten zusammen gehabt am 10. November. Und am 11. November wurden die Akten geschreddert. Und zwar mit dem Hinweis, dass das Verfallsdatum datenschutzrechtlich überschritten sei. Und es wurde so schnell gemacht, dass man Mitarbeiter
11.11. ist ja Faschingsbeginn in Köln, da sind ja alle Pappnasen auf der Straße. Auch die Behörden sind praktisch im Fasnachtsstreik. Mhm. Trotzdem hat man die Leute zusammengeholt, um schnell zu schreddern. Mhm. Wer Köln kennt, weiß, das ist ein Tag, da ist wirklich Ausnahmezustand in Köln, da kriegen sie nichts hin. Und der zuständige Beamte hat, um das zu vertuschen, die Schredderaktion zurückdatiert auf Jahresanfang. Also, ich meine, offensichtlicher geht es nicht. Es gab natürlich einen Riesenskandal, daraufhin die Rücktritte. Nur, die Schredderaktion ging danach weiter. Und darüber ist kaum noch geredet worden. Und danach waren die Schredderaktionen sogar noch größer. Also etwa, wir reden vom Dezember 2011 und vom April, Mai 2012, glaube ich, waren noch größere Schredderaktionen. Mhm. Aber darüber wurde gar nicht mehr geredet. Mhm. Was ich interessant fand, dass der Innenminister Friedrich 2011 gesagt hat, paar Monate nachdem klar war, dass es eben die NSU geht, da hat er diesen tollen Satz gesagt, man muss davon ausgehen, dass es sich hier um Rechtsextremismus handelt. Vorher wurde das ja immer bestritten, Stichwort Otto Schily, da gab es ja auch Bekennerschreiben, da wurde ja auch an Moscheen wurden ja auch Briefe geschrieben, wo Bezug drauf genommen wurde, dass Türken umgebracht wurden. Warum wurde erst so spät zugegeben, dass es sich um Rechtsterrorismus handelt? Nee, der Zusammenhang oder der Skandal ist ein anderer. Wie ich schon am Anfang sagte, vorher hat man von Dönermorden gesprochen. Das war eine Verharmlosung. Dann hat man von NSU oder Rechtsextremismus gesprochen, sehr spät. Das war aber auch eine Verharmlosung, weil wir weisen ja darauf hin, dass diese drei Rechtsextremen, Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, dass die nur Teil eines sehr viel größeren Netzwerkes sind, das geheimdienstgesteuert ist. Mhm. Nicht die Rechtsextremen steuern, sondern die Rechtsextremen werden gesteuert von Geheimdienststrukturen. Da möchte ich an dieser Stelle mal den Terrorexperten Bruce Riedel zitieren. Der sagt nämlich, also seine Quintessenz, wenn sich jemand über viele Jahre einer intensiven Fahndung entziehen kann, dann genießt er staatlichen Schutz. Sie machen das ja noch weiter auf. Sie sagen, es ist nicht nur ein Staat, es ist eine NATO-Geheimarmee letztendlich, das sind dieselben Strukturen, die da stattfinden. Wenn man sie Heft liest, da gibt es auch Verbindungen in die Türkei, können wir gleich drüber sprechen. Bei Ihnen fällt das Wort CIA. Was ist denn Ihre Vermutung? Sie haben ja der Organisation, ordnen Sie ja vier Theorien zu. Über die können wir vielleicht mal sprechen. Was sind denn, was Sie hier alles sagen, glauben Sie die offizielle Version ja überhaupt nicht? Ja? Was sind denn Ihre Vermutungen, ja, wo Sie sagen können, also das ist das, was ich denke. Also ich sehe hier auf Platz 1, der nationalsozialistische Untergrund ist eine Erfindung der Geheimdienste. Können Sie das ausführen? Ja, also diese drei Leute haben sich nie als nationalsozialistischen Untergrund bezeichnet. Erst postmortem sind die entsprechenden Bekennervideos zum Beispiel aufgetaucht. Diese Bekennervideos sind aber nicht von den drei produziert worden. Mhm. Das kann man an der Zeitleiste nachweisen, zu einer Zeit, als die drei angeblich hochgradig involviert waren in Mordaktionen, in Observationen vor den Morden und so weiter, sollen sie Videos produziert haben, ohne dass sie irgendwann die Kenntnisse dafür. Das sind ja hochprofessionelle Videos. Mhm. Dann braucht man einen Fachmann. Mhm. Später hat man aus ihrem Umkreis einen festgenommen, der musste aber wieder freigelassen werden, weil ihm nichts nachgewiesen werden konnte. Also wer hat diese Videos produziert? Auf den Videos sind diese Mordaktionen, die sogenannten Dönermorde vor allem, drauf. Aber bei den meisten dieser Dönermorde, und das ist ein sehr wichtiger Teil in der Kompakt-Spezial, wir haben aus Ermittlerkreisen Informationen über die polizeilichen Ermittlungen in diesen Morden bekommen. In der Großzahl der Fälle stimmen die Zeugenaussagen nicht mit NSU oder dem Trio überein. Die Phantombilder passen überhaupt nicht auf Böhnhardt und Mundlos. Es gibt einige wenige Fälle, zum Beispiel die Kölner Bombenattentate, wo die Phantombilder auf diese Gesuchten aus Zwickau passen. Ich spreche über die Nagelbombe. Aber bei anderen überhaupt nicht, ja. Mhm. Also wir haben diese Phantombilder auch im Heft abgedruckt. Da sieht man, Moment mal, das kann nicht sein. Ja? Und trotzdem sollen die auf Videos drauf sein, die in Zwickau in der Brandruine gefunden worden sind. Übrigens natürlich unverbrannt. Ja? Mhm. Also diese Brandruine brennt 10, 14 Stunden lang, ja. Aber es wird alles Mögliche gefunden hinterher. Na, sowas passiert schon. Man findet ja auch mal Pässe in den Trümmern des 11. September. Natürlich, ja, ganz genau. Ja? Und die Smoking Gun in dem Zusammenhang ist wirklich dieser sogenannte Dönermord in Kassel am 6. April 2006 in einem Internetcafé, wo der Verfassungsschutzagent Andreas Temme zur Tatzeit eingeloggt war. Der war eingeloggt, der war drin in diesem Internetcafé.
hat sich aber hinterher nicht gestellt, hat keine Zeugenaussage gemacht und wurde nur über einen Zufall dann noch gefunden. Keiner der Anwesenden, da waren noch Türken oder andere Migranten in dem Internetcafé, keiner der Anwesenden hat irgendeinen anderen Deutschen gesehen, außer diesem Andreas Temme. Warum sollten die Zwickauer auf ihrem Bekennervideo einen Mord drauf haben, den offensichtlich ein anderer, nämlich dieser Andreas Temme, vermutlich dieser Andreas Temme, begangen hat? Deswegen ist dieser Mordfall in Kassel, die Smoking Gun, so wie beim 11. September World Trade Center Nummer 7 die Smoking Gun ist. Jeder fragt sich, wie kann ein Wolkenkratzer zusammenstürzen, der nie von dem Flugzeug gestreift oder getroffen wurde. Durch leichten Brand, das ist eigentlich unmöglich. Ja. Okay, also Sie sagen, das ist also eine Erfindung der Geheimdienste, da wird diesen drei Menschen Verschiedenes praktisch untergeschoben. Zu welchem Zweck denn eigentlich? Man muss die Mordphase unterscheiden von der Kampagne nach dem Tod der beiden Uwes. Bei den Morden handelt es sich um das Werk einer internationalen Organisation mit Geheimdienstbezug. Das geht bis in die Türkei und bis zum CIA. Eine Organisation, die nicht nur politisch, sondern auch kriminell unterwegs war. Da wurden also Leute ausgeschaltet wegen ihrer Weigerung, bei kriminellen Aktivitäten mitzumachen. Also diese ausländischen Mitbürger, Kleingewerbetreibenden, die ermordet wurden, das waren Opfer dieser Struktur, weil sie nicht mitgemacht haben, zum Beispiel beim Rauschgifthandel. Das waren ehrenwerte Leute, das muss man dazu sagen, die haben sich nicht kaufen lassen und deswegen wurden sie liquidiert. Und diese drei aus Zwickau, nachdem die im Untergrund waren, hatten die kein Geld mehr. Und ihre Banküberfälle, das weiß man mittlerweile, die hätten das Geld für diesen großen Lebensstil nicht bringen können. Ja, selbst wenn sie alle 14 Banküberfälle begangen haben, hätten sie nur 700 Euro pro Nase im Monat gehabt und sind aber laufend in Urlaub gefahren an die Ostsee und hatten Surfbretter und teure Wohnmobile und so weiter. Ja. Woher hatten sie das Geld? Sie wurden reingezogen in diese Struktur gegen Geld. Und zwar von Leuten aus dieser Struktur, die ihnen vertrauenswürdig erschienen, weil sie auch Rechtsradikale waren. Das heißt, meines Erachtens ist es eine Auftragskillerorganisation mit Geheimdienstbezug, wo man Rechtsextreme mit reinbezogen hat. Das heißt, die, ich nenne es nochmal diesen bösen Begriff, Dönermorde haben mit der NSU im Grunde nichts zu tun. Nee, da wird ihnen etwas untergeschoben, das waren sie nicht. Sie waren bei einigen dieser Döner-Mordaktivitäten waren sie dabei. Es gibt nicht nur bei der Nagelbombe, sondern auch bei einigen anderen Fällen Hinweise auf Deutsche oder Augenzeugen, die blonde Täter beschreiben. Das könnte passen, ja. Aber beim Großteil der Fälle der Dönermorde ist es nicht bewiesen, dass sie es waren? Überhaupt nicht. Nee, die Indizien und die Zeugenaussagen gehen in eine andere Richtung. Ja. Und das haben wir jetzt zum ersten Mal für jeden einzelnen Fall ausgebreitet, was ja bisher nicht gemacht worden ist. Das heißt, Sie haben große Zweifel an der offiziellen Version. Sie glauben, das, was wir dort sehen im Moment, das streift nicht einmal am Rande die Wahrheit, sondern die Wahrheit liegt viel tiefer. Lassen Sie uns über die anderen Thesen reden. Sie haben ja vier Thesen, die im Heft vorkommen. Wir haben die erste These diskutiert. Was ist denn die zweite, dritte und vierte These? Ja, also die erste These, der nationalsozialistische Untergrund ist eine Erfindung postmortem, nach dem Tod der beiden Uwes. Die zweite These, darüber haben wir schon gesprochen, die drei waren Neonazis, die drei waren vor dem Untertauchen und nach dem Untertauchen in schwere Straftaten bis hin zum Mord verwickelt. Das soll nicht in Abrede gestellt werden, aber nicht alle Dönermorde gehen auf ihr Konto. Sondern, dritte These, es handelt sich um eine Untergrundstruktur geheimdienstlicher Art mit Mafia-Ausläufern bis in die Türkei, die diese Morde vollzogen hat. Diese Untergrundstruktur ähnelt der früheren NATO-Geheimarmee Gladio, wie die gearbeitet hat. Und die drei wurden als untergeordnete, weisungsgebundene Zelle in diese größere Struktur einbezogen. Aber warum sollte eine professionelle Untergrundarmee mit solchen drei Laien, nenne ich sie mal, zusammenarbeiten? Die benehmen sich doch viel zu auffällig. Ja,
das könnte auch der Grund sein, wieso man sie von den Morden abgezogen hat. Der erste Mord im Spätjahr 2000 in Nürnberg an Enver Simsek, der war total dilettantisch. Also die haben da eine riesen Schweinerei am Tatort gemacht und das Opfer hat überlebt und starb dann erst, ich glaube, Tage später im Krankenhaus. Also total dilettantisch. Der zweite Mord, da muss schon ein anderer zu Werke gegangen sein, total professionell, mit Fangschuss am Schluss, die Patronenhülsen aufgefangen in der Plastiktüte und so weiter. Dann sind dieser Nagelbombenattentat, wo sie ja auf den Videoaufnahmen drin sind, total dilettantisch wieder. Die laufen unter den Videokameras durch, lassen sich aufnehmen. Also ich glaube, man hat ihnen da Aufträge gegeben, aber gemerkt, also als Hitman taugen die nichts und dann wurden sie eben nur eingesetzt zur Observation, Schmiere stehen und so weiter, Waffentransport. Ja. Was ist denn die vierte These? Die vierte These ist eben, man musste diese beiden Uwes liquidieren, das war kein Selbstmord, das war eine Liquidation, um ihnen die Schuld in die Schuhe schieben zu können, um Mitwisser zu beseitigen und um auf der Grundlage dann, nachdem sie tot waren, die Legende von der NSU ausbreiten zu können. Wenn diese Theorie, die Sie hier formulieren, das ist ja eine Theorie, Sie können sie ja nicht beweisen, wenn das stimmt, dann hat ja Beate Zschäpe kaum eine Überlebenschance, weil die weiß zu viel. Und deswegen ist sie auch, hat sie sich auch gestellt, weil sie gemerkt hat, am 4. November 2011, wie erfährt sie eigentlich vom Tod der zwei Uwes? Es ist kein Telefonanruf registriert. Die bringen sich angeblich um in Eisenach. Sie lebt in Zwickau, 150 Kilometer entfernt. Es ist kein Telefonanruf registriert. Es ist im Internet keine Nachricht und sie surft auf irgendwelchen anderen Seiten. Wie erfährt sie eigentlich davon? Das ist noch unklar. Auf jeden Fall flüchtet, irgendwie muss sie davon erfahren haben, weil sie flüchtet in Panik. Und da hat unser Autor Kai Voss, der die Broschüre Kompakt Spezial im Wesentlichen verfasst hat, war vor Ort und hat eben durch Vor-Ort-Recherche rausgekriegt, in diesem Haus haben sich in diesen Tagen rund um den 4. November komische Sachen zugetragen. Da waren Handwerker am Weg. Die haben das Dach angeblich renoviert. Und daraus leitet sich eben ab, wahrscheinlich hat sie das Ding gar nicht selber in Brand gesteckt und in die Luft gesprengt. Es heißt ja, sie hat es in die Luft gesprengt, in Brand gesteckt, um Beweismittel zu vernichten. Aber hinterher findet man alle Beweismittel. Also kann sie es im Grunde nicht gemacht haben. Deswegen eben die Vermutung, das ist eine Spekulation, aber eine Sache, über die man sonst noch nie gelesen hat, diese Handwerker, die haben das Ding in die Luft gesprengt und sie hat durch rechtzeitige Flucht gerade noch ihr Leben retten können und hat sich dann nach ein, zwei Tagen vielleicht auch aufgrund von Ratschlägen von Freunden in den Diensten sich gestellt. Oder aus purer Angst? Natürlich aus purer Angst, weil sie weiß, das Gefängnis ist der einzig sichere Ort für sie. Wo hat sie sich denn gestellt? Sie hat sich, glaube ich, in Chemnitz gestellt. Das Seltsame war, sie hat eigentlich einen völlig falschen Anwalt dafür genommen, einen Familienanwalt, kein Strafrechtler. Und der hat sie dann auch gar nicht begleitet zur Haftprüfung in Karlsruhe bei der Bundesanwaltschaft und so. Also das war von vornherein ein bisschen komisch. Sie hat jetzt Pflichtverteidiger, auf die sie sich auch nur bedingt verlassen kann. Und natürlich sagt sie jetzt erstmal nichts. Ja. Aber die Frage, die sich natürlich schon stellt, wenn wir es auf der einen Seite mit einer Struktur zu tun haben, Sie sagen mit Mafia-Verbindung, dann sind die ja relativ gut aufgestellt, weil sie ja auch mit deutschen Behörden in irgendeiner Weise zusammengearbeitet haben müssen. Wieso lebt dann Frau Zschäpe noch? Ich meine, wenn man so gut aufgestellt ist, dann ist doch der sicherste Ort, also in diesem Fall der unsicherste Ort, wenn sich die Person dann dieser Justiz stellt. Nee, man muss unterscheiden. Wir reden nicht über den Staat, wir reden nicht über die Justiz und wir reden auch nicht über die Geheimdienste, sondern wir reden über Seilschaften. Ja, das war schon bei Gladio so. Die Gladio-Struktur ist ja von der NATO in den 60er, 70er, 80er Jahren nur mit bestimmten Teilen der Geheimdienste gemacht worden. Einzelpersonen, die dann über die CIA in einer Doppelstruktur angebunden wurden. Und wenn, solche Fälle gibt es ja in Italien zum Beispiel, wenn Polizisten dieser Struktur auf die Schliche kamen, geheime Munitionstransporte oder Munitionsdepots entdeckt haben, dann wurden die Polizisten liquidiert.
Also nicht die ganze Polizei, nicht die ganze Justiz spielt hier ein doppeltes Spiel, sondern es sind bestimmte Seilschaften, ja. Aber wenn jetzt Akten und so etwas geschreddert werden, dann muss es ja immer noch Menschen in diesen Diensten geben, die weiter mitarbeiten und die dann quasi dafür sorgen, dass Spuren verschwinden. Aber bei Gladio, bei der NATO-Geheimarmee wäre das Ziel klar. Man wollte einfach verhindern, dass die Kommunisten in irgendeine Partei, in irgendeine Regierung kommen in Europa und dann vielleicht ein kommunistischer Außenminister, ja, oder Verteidigungsminister Pläne nach Moskau verrät. Was ist denn das Ziel hier, wenn das stimmt, was Sie sagen? Also ich glaube, dass ein ganz großer Teil dieser Mordaktionen, und das ist ja der Unterschied zu Gladio, die Mordaktionen in Italien 70er Jahre, Sprengstoffanschlag auf dem Bahnhof von Bologna 1980, die Ermordung von Aldo Moro, Papstattentat. Oktoberfest. Das wurde sofort öffentlich und da wurde sofort eine Atmosphäre der Spannung erzeugt mit dem Kalkül, die verängstigten Wähler wählen dann nicht die bösen Kommunisten, sondern wählen die staatstragenden Parteien. Das war ganz klar. Aber diese Morde hier, die wurden ja überhaupt nicht publiziert. Das heißt, angeblich ist das erste Bekennervideo 2001 gemacht worden von der NSU und das letzte, diese DVD 2007. Kam ja nie raus. Das heißt, wir haben es gar nicht mit einer Strategie der Spannung zu tun, während der Morde oder im Mordzeitraum, sondern wir haben erst hinterher jetzt diese Veröffentlichungen. Das weist darauf hin, dass die Morde selber nicht infolge einer Strategie der Spannung verfolgt wurden, sondern dass es da hauptsächlich kriminelle Motive gab. Die wir gar nicht genau wissen. Wo man vermuten kann, die türkische Gladio war schon immer nicht nur mit Rechtsradikalen, den grauen Wölfen, sondern auch mit Drogengeschäften, Prostitution und so weiter verbunden. Das war schon immer so. Und dieser Bereich spielt jetzt auch bei NSU eine Rolle, etwa über den Zeugen Mehmet. Mehmet sagt ja im August 2011 im Spiegel, er hat die Mordwaffe. Er wollte sie den Behörden übergeben. Mehmet sagt gegenüber dem Spiegel, er, Mehmet, war an einem dieser Dönermorde beteiligt. An welchem denn? Das hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, an einem war er beteiligt. Hat er zugegeben. Das kann man nachlesen. Er hat die Mordwaffe und der Deal ist aber mit den deutschen Behörden geplatzt. Das kann man jetzt auch nochmal genauer untersuchen, warum er geplatzt ist. Was ist das für ein Deal? Was ist das auch noch für ein Deal? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, aber auf jeden Fall wird es oft, wir diskutieren in Deutschland auch in der Regel nur das Verhältnis Rechtsradikale und Geheimdienste oder Rechtsradikale und Staat. Diese türkische Spur, die wird oft vernachlässigt. Und gerade die türkische Spur weist darauf hin, dass es um ein internationales Netz geht. Mhm. Ja? Jedenfalls, also glaube ich, dass diese türkische Spur und die Tatsache, dass es keine Bekennervideos gab, im Unterschied zu dem Bekennerschreiben in der Gladio-Zeit, darauf hin, dass die Morde, sogenannten Dönermorde, sehr stark kriminell motiviert waren. Dass wir jetzt hinterher diese Videos doch zu sehen gekriegt haben und darauf eine Kampagne aufsetzt, könnte eventuell mit Folgendem zu tun haben. Warum sollten eigentlich Staatsschützer mit Staatsfeinden in irgendeiner Weise zusammenarbeiten? Das ist doch abstrus. Ja? Aber wir haben die Zusammenarbeit von Staatsschützern mit Staatsfeinden auch bei den Linksterroristen der RAF, wo ja die Waffen am Anfang von dem Verfassungsschutzagenten Urban kamen oder wo auch Verena Becker bei den tödlichen Schüssen auf den Generalbundesanwalt Buback im dringenden Verdacht steht, für den Verfassungsschutz gearbeitet zu haben. So eben jetzt auch bei den Rechtsextremisten. Warum sollten Verfassungsschützer mit Verfassungsfeinden zusammenarbeiten? Ganz einfach, weil es darum geht, bei der Zusammenarbeit mit Linksterroristen die gesamte Linke zu diskreditieren und bei der Zusammenarbeit mit Rechtsterroristen die gesamte Rechte zu diskreditieren. Darf ich mal aufdröseln? Man möchte vermeiden, dass sich die zusammenschließen und dass sie in irgendeiner Weise attraktiv werden für Wähler. Genau. Den Zulauf stoppen. Genau. Also ich glaube, dass es, jetzt haben wir die Kampagne gegen, also alle Rechte stehen jetzt mehr oder weniger unter Terrorismusverdacht. Die Verfassungsschutzleute werden jedenfalls nicht verfolgt, sitzen nicht im Gefängnis. Dieser Andreas Temme sitzt nicht im Gefängnis. Aber die Rechten stehen unter Terrorverdacht, bis hin zu Verbotsdrohungen gegen die NPD.
Das war damals auch so bei der RAF. Danach standen alle Linken unter Terrorverdacht. Es gab die Verbotskampagne gegen die sogenannten K-Gruppen, gegen die DKP und so weiter. Der Fokus könnte sich deswegen verschoben haben, weil die Linken damals, 70er, 80er Jahre, waren sehr NATO-kritisch, waren gegen die NATO, waren gegen die USA. Mittlerweile hat sich die Linke an dem Punkt gemäßigt. Mhm. Und jetzt haben wir die Rechten, die früher pro NATO, pro USA waren, sind jetzt plötzlich NATO-kritisch und US-kritisch. Und sprechen von New World Order und so etwas. Und solche Dinge. Und deswegen will man vielleicht die Rechte generell diskreditieren und hat jetzt eine Mordserie, die ursprünglich rein oder vor allem kriminell motiviert war, genommen, um sie als NSU falsch zu labeln und eine Kampagne loszutreten, um alles, was irgendwie rechts ist, in Mordverdacht zu bringen. Mhm. Aber wenn das so ist, dann ist es ja doch eine Taktik, die ja nicht von irgendeinem Schwachkopf sich ausgedacht wurde, sondern das klingt ja nach einem Think Tank und ist von langer Hand geplant. Sollte man meinen. Mhm. Wohin weist denn da die Spur? Muss das immer das Pentagon sein? Muss das immer Langley sein? Oder kann das nicht auch was ganz anderes sein? Man muss auch da die Begriffe entmystifizieren. Langley oder die CIA ist ja auch kein Block, sondern wir wissen von der CIA, sie hat viele Schweinereien gemacht, aber beim Irakkrieg zum Beispiel hat die CIA gesagt, Moment mal, Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, Saddam Hussein, keine Beweise, Finger weg. Dann hat Cheney, der Vizepräsident der USA unter Bush, der hat eine eigene Struktur aufgezogen, einen eigenen Geheimdienst. Im Geheimdienst, die ihm das bestätigt. Die Verrückten innerhalb der CIA und die Verrückten des Mossad. Und die Verrückten der irakischen Opposition, die haben zusammen dann die Beweise fabriziert, die der arme Colin Powell dann im Februar 2003 vor der UNO präsentiert hat, an denen nichts dran war. Ja? Und ich gehe davon aus, dass es so eine Struktur ist, nicht offiziell Langley, nicht offiziell die CIA, ja? Mhm. Aber eben die verrücktesten Elemente. Herr Elsässer, ich möchte nochmal auf diese türkische Connection kommen. Es gibt ja mehrere Türken, die in diesem Fall als Mittäter involviert sind. Es gibt zahlreiche Opfer, aber es gibt auch Menschen, die irgendwie mitgearbeitet haben. Sie sprechen von Mehmet, der behauptet hat, er hätte die Tatwaffe. Es kam nicht zum Deal. Die Tatwaffe wurde von ihm dann praktisch nicht an die Behörden ausgehändigt. Trotzdem ist ja die Tatwaffe später aufgetaucht. Wo ist sie denn aufgetaucht? Ja, seltsamerweise, wie so vieles andere, wie auch die DVD, ist die Tatwaffe aufgetaucht im Brandschutz der, im Brandschutt der Wohnung in Zwickau, mhm, nach der Flucht von Beate Zschäpe. Die Feuerwehr löscht, 14 Stunden brennt's. Und dann wird alles Mögliche gefunden, unter anderem auch diese Cesca. Mhm. Eine Sonderedition. Eine Sonderedition, die mit Schalldämpfer ausgestattet war. Und die Frage ist natürlich, wie kann man nachweisen, dass die gefundene Cesca auch die Mord-Cesca ist? Es gibt natürlich die Projektile, die an den Tatorten gefunden worden sind. Und es gibt jetzt diese gefundene Waffe. Der Abgleich passiert normalerweise so, die gefundene Waffe wird abgefeuert und dann werden die Projektile verglichen. Nur die Waffe lag ja lange Zeit im Feuer. Der Lauf ist verschmort und so weiter und so weiter. Mhm. Also kann man dann das noch prüfen, ob diese Waffe identisch ist. Das ist eine es ist vielleicht möglich, aber Sie haben Zweifel? Eine kriminaltechnische Frage, aber das ist gar nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist ja, wieso lassen diese Leute Beate Zschäpe, die die Beweismittel vernichten will, wieso nimmt sie die Cesca nicht mit? Wieso nimmt sie die Beweismittel? Man muss ja sehen, bis zum 4. November. Panik, ich sag mal Panik. Ist ja auch am 4. passiert. Sie erfährt, dass die anderen beiden sich erschossen haben oder sie ahnt vielleicht, weiß vielleicht sogar, dass die erschossen wurden, denkt, sie ist die Nächste und möchte alle Beweise völlig dilettantisch oder Panik ist sie diesmal nicht professionell. So könnte man es ja deuten. Ja, aber angeblich soll sie so professionell gewesen sein, dass sie die Bekennervideos mitnimmt und einwirft. Also man bekommt von der Frau den Eindruck, dass sie unbedingt wollte, dass alle Welt erfährt, wir waren die Dönermörder. Deswegen lässt sie die Waffen zurück und ist trotz aller Panik so sorgfältig, die Videos mitzunehmen und einzuwerfen. Das Problem ist aber, die Nachbarn, die sie auf der Flucht gesehen haben, sehen bei ihr keine Tasche. Wo also hat sie diese 14 DVDs? Auch nochmal eine Frage. Ja. Aber was ich etwas merkwürdig finde, wenn jemand
DVDs einwirft, um damit alle Welt erfährt, wir waren das, ja, um diesen Fame zu bekommen in der Szene, ja, oder sonst irgendetwas. Warum verbrennt ihr dann vorher die Wohnung? Da könnt ihr sagen, und eben. Der letzte Beweis ist, dass wir dort alles eben. Haben. Ja, eben, das ganz genau. Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Das passt überhaupt nicht. Das ist nicht wie, wenn man sich umbringen möchte, ein Bekennerschreiben in eine Tasche packt, die in ein Flugzeug geladen werden soll. Ja. Was aber dann nicht passiert, weil die Tasche liegen bleibt. Ja. Nee, man muss sich nochmal zurück erinnern an diesen 4. November. Bis zu diesem Zeitpunkt sind die drei Nazis nur gesucht wegen einer Tasche mit unzündbarem Sprengstoff, die sie in Jena vor dem Theater 1998 stehen gelassen haben, und wegen Banküberfällen. Mhm. Mit den Dönermorden bringt sie überhaupt nichts in Verbindung. Mhm. Das heißt, wenn die Frau diese Waffen wegschafft und irgendwo vergräbt oder wegschmeißt, dann ist sie nur das Liebchen von zwei Bankräubern. Oder umgekehrt auch, was diesen Wohnwagen der beiden Uwes angeht, da war ja die Waffe der ermordeten Polizistin drin. Warum schleppen die auf Banküberfällen eine Waffe mit, die sie vor 4 Jahren einer getöteten Polizistin angeblich geklaut haben? Mhm. Das heißt, sie hatten ja genügend andere Waffen. Ganz genau. Das macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen starker Verdacht. Diese Beweismittel wurden hinterher platziert. Ja, also man spricht ja von gepflanzten Beweisen in diesem Fall. Und ein Feuerwehrmann hat ja explizit gesagt, er wundert sich sehr, was alles gefunden wurde im Brandschutt. Mhm. Ja. Also auch Dinge, die normalerweise verbrennen. Mhm. Aber ich muss jetzt nochmal fragen. Frau Zschäpe sitzt in U-Haft, der Prozess soll kommen, das ist in der Zukunft. Könnte es nicht sein, oder würden Sie das auch mitvermuten, dass Frau Zschäpe in irgendeiner Weise etwas, sage ich mal, zustößt? Sie nimmt sich das Leben oder sie hält es nicht mehr aus und dann in der Psychiatrie, da passiert ja eine Panne. Was denken Sie denn? Oder sehen wir diese Frau jemals vor Gericht, dass sie wirklich frei sprechen kann? Glauben Sie das? Ich vermute, die große Gefahr besteht, wenn sie frei spricht, ist sie schnell tot. Das war ja schon mal so beim Oktoberfestattentat im Jahre 1980. Gab es angeblich einen Einzeltäter. Und einige Zeit später wurde der Waffenlieferant, hat sich gemeldet, ein Förster, ein Oberförster aus der Lüneburger Heide, der Waffendepots angelegt hatte, aus der sich diese Wehrsportgruppe Hoffmann oder andere Rechtsradikale für das Oktoberfestattentat bedient hatten. Und der wollte aussagen, hat er angekündigt, dummerweise. Und er hängte sich später in seiner Zelle. Und am gleichen Abend war er eben tot. Mhm. Er hängt in der Zelle, ja. Mhm. Deswegen, wenn Beate Zschäpe etwas Sachdienliches zu sagen hat, soll sie es auf keinen Fall vorher ankündigen, sondern soll das vor laufenden Kameras sagen. Das ist das Einzige, was sie schützen kann. Weil Sie gerade von dem Oktoberfest gesprochen haben, da wurde ja NATO-Sprengstoff benutzt, hier wurde Bundeswehr-Sprengstoff benutzt. Wieso ist es möglich, das alles der Öffentlichkeit erstens vorzuenthalten, oder aber, wenn es ja auch, der Spiegel hat viel darüber gebracht, alle großen Zeitungen haben darüber gebracht, wenn man eben diese ganzen Dinge sieht, die da, dass der Bürger überhaupt nicht misstrauisch wird, weil das glaubt ja kein Mensch mehr, was da erzählt wird. Wieso ist das trotzdem möglich, dass die Leute zur Tagesordnung übergehen und sich die Frage stellen, klappt die Saalwette mit Herrn Lanz? Es war so, am Anfang haben das wenig Leute geglaubt. Wenn man sich die öffentlichen Foren anschaut, von Welt, von Spiegel, von Bild und so weiter, haben da viele Leute widersprochen. War das Selbstmord der beiden Uwes? Kann das stimmen und so? Und wieso findet man alles Mögliche in der Brandruine? Aber wenn die Lügen, die Legenden immer und immer wieder wiederholt werden und es keine seriöse Stimme gibt, die die Zweifler stützt, dann werden die Leute, denn irgendwann schlucken sie es runter und sagen, auch okay, ich habe genug andere Sorgen, was soll ich mich drum kümmern? Und genau deswegen bringen wir jetzt eben ans Kiosk diese Sondernummer raus, damit die Leute sehen, hoppla, es sind nicht nur verrückte Internetspekulationen, sondern wir haben ja über Ermittler Zugang zu Zeugenaussagen und so weiter. Also die Leute sollen nicht verzweifeln. Die sollen weiter die Fragen stellen, die gestellt werden müssen. Mhm. Dann ist aber dieses NSU-Spezial letztendlich ein großes Fragezeichen. Es soll ja auch so sein, es soll das Fragezeichen deutlich sichtbar errichten, damit nicht Klappe zu, Affe tot und Zschäpe verurteilt werden kann. Ich möchte noch mal auf eine Überlegung kommen, die natürlich immer im Raum steht. Also wenn die Dinge so abgelaufen sind und immer noch laufen, weil das ist ja ein Prozess, ja, der da stattfindet, da muss es ja auch ein Ziel geben. Und was ich interessant finde, Mitte November 2011 einigten sich ja Justiz und Innenminister von Bund und Ländern darauf, eine zentrale Datei zur Erfassung von Neonazis einzuführen, und es soll eine Verzahnung geben, eine bessere Verzahnung von Bundespolizei und Verfassungsschutz. Da möchte man aber eben nur die Rechtsradikalen quasi katalogisieren. Das sagt man uns jetzt, aber vielleicht ist genau das eins der Ziele gewesen,
nämlich eine große zentrale Datei, wo man quasi eine politische Polizei einrichtet. Das hatten wir ja alles schon mal in Deutschland, um jeden, der in irgendeiner Weise staatsfeindlich ist oder NATO-feindlich ist oder europafeindlich ist, dort einfach mal dingfest zu machen, da etwas anzulegen. Also ich muss mal sagen, als Bürger habe ich nichts dagegen, wenn die Strafverfolgungsbehörden und die Polizei eine Terrordatei anlegen. Aber was hier gemacht wird, ist eine Verdachtsdatei, wo Leute des Rechtsradikalismus verdächtigt werden. Aber was ist das Kriterium? Heute bist du ja schon rechtsradikal, wenn du für den Euro-Ausstieg bist. Dann bist du ein Europopulist, ja? Oder wenn du sagst, die Zuwanderung ist zu viel, dann bist du auch schon ein Rechtsradikaler, ja? Aber wissen Sie, ich möchte mal darauf kommen, dass eine solche Datei, wo Sie sagen, eine Verdachtsdatei, eigentlich jeden unter Verdacht stellt, unter den unterschiedlichen Labels. Man kann ihm immer ein Label geben, und sagt, den ziehen wir erstmal aus dem Verkehr. Weil diejenigen, die jetzt diese Datei einrichten, das sind ja dieselben Leute, die mich den ganzen Tag belügen. Warum sollte ich denen in diesem Fall glauben? Absolut, ja. Die sollen erstmal den eigenen Laden ausmisten. Wir hatten einige Rücktritte an der Spitze von Verfassungsschutzämtern. Das war immerhin mehr als in den USA nach 9-11, wo es ja keinen einzigen Rücktritt gab. Ja? Mhm. Die ganzen Gangster waren ja weiter in Amt und Würden. Aber wir hatten wenigstens einige Rücktritte, aber wir haben keinen einzigen, der in Haft ist. Wieso ist dieser Andreas Temme, der bei 6 von 9 Dönermorden in Tatortnähe war? Bei einem, nämlich in Kassel, war er zur Tatzeit am Tatort, bei 5 weiteren war er in Tatortnähe. Das heißt, wieso ist er nicht in Haft? Was heißt das in Tatortnähe? Ja, das weiß man nicht genau, das weiß man nur indirekt eben gegenüber der Bild-Zeitung bemerkenswerterweise, hat ein Ermittler das ausgepackt, weil der Ermittler selber war so entsetzt, er hat gesagt, wie kann es sein, dass dieser Mann auf freiem Fuß ist, weil ihm als mildernder Umstand angerechnet wurde, muss man sich jetzt mal überlegen, als mildernder Umstand wurde Andreas Temme angerechnet, dass er nur bei 6 von 9 Morden in Tatortnähe war. Das ist ja unglaublich. Herr Elsässer, Und die Zschäpe war an keinem einzigen dieser Morde in Tatortnähe. Jedenfalls gibt es da keine Aussage drüber. Mhm. Und trotzdem soll die jetzt verknackt werden. Herr Elsässer, was ist denn Ihr Resümee? Können Sie das in 2, 3 Sätzen runterbrechen? Was glauben Sie, was kommt bei dem Prozess raus? Was ist Ihre übergeordnete Theorie? Und was glauben Sie, wie wird das Ganze dann enden? Wird man in 2 Jahren sich noch an das alles erinnern? Ja, meine Hauptaussage ist, dass es diese Gladio-Geheimarmee der NATO, geführt von den wildesten Kräften der CIA, immer noch gibt. Die Struktur ist erhalten geblieben? Die Struktur ist erhalten geblieben. Sie ist etwas marodiert ins Kriminelle hinein, aber im Wesentlichen ist sie erhalten geblieben. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Mhm. Unser Gegner sind nicht die Geheimdienste an sich, sondern diese marodierende, völlig unkontrollierte Struktur. Und die Geheimdienste an sich werden zum Problem, weil sie nicht darüber sprechen wollen, sondern das Ganze noch mit abdecken. Ja. Es gibt ja auch einen Beitrag im Heft von Daniele Ganser, der auch das Buch geschrieben hat, NATO-Geheimarmeen, der auch immer wieder erklärt, wir können nicht wissen, ob das, was versprochen wurde, tatsächlich geschehen ist, nämlich ob die Strukturen aufgelöst wurden. Bitte. Ja, wir haben ja die Aussage eines Gladio-Mannes der alten Struktur, die 1991, 92 offiziell in Deutschland aufgelöst worden ist, wie auch in anderen NATO-Staaten, Norbert Jurecko. Der hat ein Buch darüber geschrieben, wie er nach der offiziellen Auflösung seine Gladio-Leute wieder zusammengeholt hat. Also man weiß es ja. Mhm. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, über den gesprochen werden muss. Wir müssen uns abgewöhnen, Rechtsterrorismus ist eine Gefahr. Ja. Aber die Hauptgefahr geht nicht von diesen paar Leuten aus, wo jetzt 2 von 3 tot sind, sondern die Hauptgefahr geht von dieser geheimdienstlichen Doppelstruktur aus. Also der Tiefenstaat. Der tiefe Staat, wie die Türken richtig sagen. Die Türken haben die meiste Erfahrung mit diesem tiefen Staat gemacht. Mhm. Und die türkischstämmige Integrationsministerin von Baden-Württemberg, Frau Önay, hat ja im Zusammenhang mit der NSU auch den Begriff tiefen Staat benutzt. Das war sehr gut. Gleich hat sie eine auf den Deckel gekriegt. Mhm. Die Türken wissen, was läuft. Mhm. Man muss auch nochmal sagen, zu diesen tiefen Staaten, mir ist aufgefallen, dass die Staaten, die unter diesen Geheimarmeen am meisten gelitten haben, unter anderem Griechenland, Spanien, Portugal und die Türkei eben auch, dass diese Länder, was außer der Türkei jetzt, aber dass diese Länder, was die was
was die Schräglage im Euroraum angeht, dass die am meisten betroffen sind. Da muss man sich auch die Frage eben stellen, ob das eben ähnliche Strukturen sind, die hier durchsetzen. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Fall. Was glauben Sie, wie wird das Ganze ausgehen und was wird das Resümee sein? Oder werden wir nie erfahren, was wirklich passiert ist, und wir werden zur Tagesordnung übergehen? Es wird so ausgehen wie bei der RAF. Ja, es wird Gedenkfeiern geben, es wird Rituale geben, es wird von den verbrecherischen Extremisten geredet werden. Und diese staatlichen Strukturen, diese geheimdienstlichen Strukturen werden nicht nur nicht angetastet werden, sondern sie werden ihre Macht auch mittels des Internet und der Computerüberwachung ausdehnen. Und so wird es enden. Mhm. Es sei denn, es bildet sich eine kritische Bürgeröffentlichkeit, und dazu wollen wir beitragen mit unseren Veröffentlichungen, die sagt, wir lassen diesen Marsch in den Geheimdienststaat, in den Orwell-Staat nicht zu. Wir wollen, dass aufgeklärt wird. Die Geheimdienste sind ja eigentlich dazu da, um Menschen zu schützen, also vor Ermordung. In diesem Fall ist das Gegenteil der Fall. Sie haben ihn ermöglicht. Es gibt Leute, die sagen, wir möchten ganz gerne die Geheimdienste diesbezüglich auch auflösen, weil sie gar nichts bringen, sie kosten nur Geld und gefährden eigentlich die Demokratie. Glauben Sie, dass das durchkommt? Das ist im Augenblick schwer vorstellbar. Also was erreichbar ist, dass einige Verfassungsschutzleute, einige Geheimdienstleute ins Rampenlicht der kritischen Öffentlichkeit gezogen werden und auch verurteilt werden. Das wäre schon relativ viel, ja. Und Beispiel JFK, ja. Die Ermordung von JFK wurde einem Einzeltäter zugeschoben. Mittlerweile glaubt es niemand mehr. Das heißt, durch kritische Öffentlichkeit wurde erreicht, dass in Amerika die offizielle Theorie mittlerweile belächelt wird und das, was am Anfang als Verschwörungstheorie dargestellt worden ist, nämlich die Verwicklung von Geheimdienstleuten, von Paramilitärs in die Ermordung des eigenen Präsidenten, das ist mittlerweile Common Sense und das ist gut so. Ich kann mal zusammenfassen, im Kompakt-Spezial zur NSU gibt es einige große Fragezeichen, und vor allem sagen Sie, und das ist glaube ich keine Theorie, dass die offizielle Version, die wir im Moment haben, dass die so nicht stimmen kann. Uns wird eine Menge, und zwar vielleicht das meiste, sogar vorenthalten. Man muss dazu sagen, in keinem anderen Fall vorher, einschließlich 11. September, einschließlich Barschel, einschließlich die Londoner U-Bahn-Anschläge vom 7. Juli 2005, in keinem anderen Fall vorher ist die Geheimdienstverwicklung und die geheimdienstliche Steuerung so offensichtlich wie im Falle des sogenannten NSU. Und trotzdem wird weniger darüber geredet als bei den genannten Fällen. Herr Elsässer, wann ist das Heft am Kiosk? Das Heft kommt Ende März, Anfang April an den Kiosk. Aber wie gesagt, ich empfehle es schon vorher im Verlag zu bestellen oder bei unseren öffentlichen Präsentationsveranstaltungen Leipzig 16. März, Berlin 21. März. Weil immer die Gefahr besteht bei solchen brisanten Informationen, es wird beschlagnahmt. Was raten Sie Frau Zschäpe? Frau Zschäpe soll mitspielen und sobald die Kameras laufen, soll sie auspacken. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gesprächspartner war Jürgen Elsässer, Chefredakteur vom Nachrichtenmagazin Kompakt. Wir sprachen über die NSU-Affäre und es gibt ein Kompakt-Spezial dazu, wie eben beschrieben, am Kiosk. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. KenFM.de